lieben Zuschauer, heute werden wir uns eine Entwicklung ansehen, die sich zwar weitestgehend direkt vor unseren Augen abspielt, deren Tragweite die meisten jedoch überhaupt nicht auf dem Radar haben. Wie die Ukraine zu einer Rüstungsgroßmacht werden und sogar Israel als Waffenexporteur wieder überholen könnte. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe wieder gesagt. Denn bis vor 10 Jahren war die Ukraine der 9. größte Waffenexporteur der Welt. Und zwar noch vor der legendären Militärschmiede Israel, um deren Waffen sich ja alle reißen. Also zumindest war das auf dem Papier so, denn die ganze Sache hatte einen gewaltigen Haken. Was ich damit meine? Nun, das werdet ihr am Ende dieses Videos genau verstehen. Aber eines nach dem anderen. Wenn man die ganze Zeit nur Nachrichten guckt, scheint es ja so, als käme das gesamte Waffenarsenal der Ukraine aus dem Westen und als wäre das 40-Millionen-Land vollkommen auf die Rüstungshilfe aus dem Ausland angewiesen. Inzwischen kennen wir alle die HIMARS, die aus den USA kommen, die Leopard 2 aus Deutschland oder die britischen Challenger-Panzer. Und ja, die Ukraine hätte es ohne die Waffenhilfe aus dem Westen verdammt schwer. Aber die Realität an der Front sieht trotzdem anders aus. Die meisten Waffen, die auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden, sind Made in Ukraine. Und passt jetzt gut auf, denn einige davon waren die Schlüssel zu vielen wichtigen ukrainischen Siegen. Ihr glaubt mir nicht? Nun lasst mich euch ein Beispiel geben. Und ja, diese Drohnen werden in Handwerksbetrieben oder kleinen Startups hergestellt. Finanzierung? In vielen Fällen reines Crowdfunding. Wir sprechen hier von vielen kleinen Unternehmen, die das ukrainische Militär hochrüsten. All das ist ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, wo die Ukraine eigentlich herkommt. Ihr militärisch-industrieller Komplex steht im direkten Erbe der Sowjetunion. Und ihr wisst, was das bedeutet. Megalomanie, lähmende Bürokratie, Korruption, veraltete Fabriken und im Ergebnis dann Panzer, die nicht mal anspringen. Und ich mache keine Witze, die Ukraine produzierte tatsächlich gepanzerte Fahrzeuge, die nicht ansprangen. Aber dazu kommen wir später noch. Der Punkt ist nämlich nicht nur, dass die Ukraine es geschafft hat, eine ganz neue Rüstungsindustrie mit einer zeitgemäßen und vor allem überlegenen Philosophie auf die Beine zu stellen. Nein, der springende Punkt ist, dass sie sich nun auch noch anschickt, diese modernen Grundsätze auf Maßstäbe zu skalieren, die sie zu der Rüstungsgroßmacht der Zukunft machen könnten. Genau dies könnte dann nämlich auch der Schlüssel dazu sein, Russland auch langfristig zu besiegen, und zwar aus eigener Kraft, ohne vom Westen abhängig zu sein. Und deswegen werden wir uns im heutigen Video ein paar wichtige Fragen ansehen. Welche Waffen stellt die Ukraine her? Wie schlagen sie sich im internationalen Vergleich? Werden sie jemals exportiert werden? Wieso hat die Ukraine früher mehr Waffen exportiert als Israel? Und auf welche Weise hat sich der ukrainische militärisch-industrielle Komplex gewandelt? Heute werde ich euch all diese Fragen beantworten, und zwar zunächst mit einem schnellen Blick in die Geschichte. Bis 2014, bevor Russland die Krim annektierte, war die Ukraine der 9. größte Waffenexporteur der Welt. Sogar noch vor Israel. Und wir alle wissen, Israel ist für Waffen das, was das Silicon Valley für zivile Technologie ist. Aber die Ukraine hat damals eben noch mehr exportiert. Zumindest auf dem Papier. Und warum, fragt ihr euch vielleicht? Nun, zunächst einmal vergessen wir oft, dass die Sowjetunion nicht nur aus Russland bestand. Viele der Waffenfabriken befanden sich auf ukrainischem Boden. Außerdem bildete die heutige Ukraine in der Luft- und Raumfahrtbranche die Speerspitze der Sowjetindustrie. Dort waren die besten Fachkräfte und die produktivsten Betriebe. Sie bauten zum Beispiel das größte Flugzeug der Geschichte, die Antonov AN-225. Ganz genau, dieses Flugzeug wurde 1988 in der ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik entwickelt und gebaut. Tatsächlich ist Antonov noch heute ein ukrainisches Unternehmen, das jedoch von den russischen Angriffen besonders hart getroffen wurde. Die Stärken der Ukraine fingen jedoch bei der Luftfahrt erst an. Eine der größten Panzerfabriken der Welt befand sich zum Beispiel in der Region Kharkiv. Und ja, ich sage befand, weil sie nach der Invasion durch die russischen Truppen schnell unbrauchbar gemacht wurde. Mit anderen Worten, die Ukrainer haben die Sowjetarmee jahrzehntelang aufgerüstet. Und ironischerweise greifen die Russen sie nun mit einer großen Zahl genau jener Waffen an, die sie selbst hergestellt und ihnen nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 überlassen hatten. Denn 1991 löste sich die Sowjetunion ja bekanntlich auf und die Ukraine wurde unabhängig, zumindest auf dem Papier. Denn die Wahrheit ist nun mal, dass Russland und die Ukraine, was ihre Militärindustrie anging, weiterhin so taten, als wären sie ein Land. Ihre Lieferketten waren so eng miteinander verwoben, dass selbst russische Flugzeuge wie die AN-70 in Wirklichkeit zu 80% made in Ukraine waren. Und das ist nur ein Beispiel.
Von wichtigen Teilen für ihre Fregatten bis hin zu den Motoren für die gefürchteten Kamow-Hubschrauber war die Ukraine ein wichtiger Bestandteil des nun russischen Militärs. Ich meine, das Ganze ist im Nachhinein betrachtet ein ziemlicher Brainfuck, nicht wahr? Könnt ihr euch vorstellen, dass Mexiko zum Beispiel die Atombomben der US-Streitkräfte herstellt? Nun, eine ganze Latte von Schlüsselkomponenten, aus denen Russlands ballistische Atomraketen bestehen, stammen tatsächlich aus der Ukraine. Tja, welch Ironie des Schicksals, dass Russland jetzt damit droht, diese Atomwaffen gegen das Land einzusetzen, das sie hergestellt und dann gegen russische Sicherheitsgarantien bezüglich seiner territorialen Integrität freiwillig ausgeliefert hat. Fakt ist, als die Ukraine unabhängig wurde, behielt sie ihren militärisch-industriellen Komplex. Aber wenn wir sagen, dass die Ukraine Waffen exportiert hat, als gäbe es kein Morgen, dann stimmt das aber eben nur auf dem Papier, denn in Wirklichkeit hatte sie nur einen Kunden: Russland. Es handelte sich also um so etwas wie eine Rüstungsexport-Scheinselbstständigkeit. Vor allem war Russland nicht nur ihr Auftraggeber, es war auch das Vorbild. Die Ukraine trug das schwere Erbe der Sowjetunion mit und ihre Fabriken arbeiteten mit der gleichen Mentalität wie die russischen. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, bis vor kurzem war der Gewinn, den ein Rüstungsunternehmen durch Geschäfte mit dem Staat erzielen konnte, gesetzlich auf 1% begrenzt. Und ich brauche euch nicht zu sagen, dass sich fast alle, wenn nicht sogar alle Rüstungsunternehmen in der Ukraine in Staatsbesitz befanden. Anders als in den USA, wo es private Unternehmen wie Raytheon oder Lockheed Martin gibt, die den Staat beliefern, kam in der Ukraine oder Russland alles vom Staat. Es gab wenig oder gar keinen Raum für Privatinitiative, geschweige denn dafür, mit dem Verkauf von Waffen reich zu werden. Außer natürlich durch Korruption. Denn Korruption war, wie Nicolas Cage uns in Lord of War gezeigt hat, das täglich Brot der Ukraine. Ich werde übrigens nie müde, diesen Film zu empfehlen. Mit anderen Worten, es gibt viele Militärs, Beamte, Politiker, Rüstungsmanager und Schieber in der Ukraine, die durch den Verkauf von Waffen richtig reich geworden sind. Und das nicht nur, weil sie an Warlords in Afrika verkauft haben, sondern weil sie den ukrainischen Staat direkt bestohlen haben. Noch einmal, auf dem Papier war mit dem Verkauf von Waffen kein Geld zu verdienen, aber die Realität sah diametral anders aus. Passt auf! 2017 ergab eine Untersuchung, dass rund 3,8 Millionen Euro, die für den Kauf von Ersatzteilen für gepanzerte Fahrzeuge vorgesehen waren, in den Jahren 2014 bis 2015 aus der Fabrik des Kiewer Arsenals gestohlen und dass die Teile nie geliefert wurden. Der staatliche Finanzdienst und die Generalstaatsanwaltschaft führten Durchsuchungen bei Ukroboronprom durch. Sie haben Grund zu der Annahme, dass Angestellte dieses öffentlichen Unternehmens 250 Millionen Hryvnia, das sind über 7,4 Millionen Dollar, aus dem Verteidigungshaushalt an eine Scheinfirma überwiesen haben. Aber Moment mal, das Problem war nicht nur die Menge an Geld, die in der Ukraine gestohlen wurde. Das Problem war auch einfach die riesige Menge an Waffen, die es in dem Land gab. Aber nur auf dem Papier. Theoretisch hatte der ukrainische militärisch-industrielle Komplex ein Jahresumsatz von rund 6 Milliarden Dollar. Wohlgemerkt, offiziell ohne jegliche Gewinnspanne. Die Realität sah jedoch anders aus. Wladimir Selenskyj ist empört, nachdem er die Malyschew-Militärfabrik in Charkiw besucht hat. Der Präsident war überrascht zu erfahren, dass Malyschew in 10 Jahren nur einen einzigen Panzer für die ukrainischen Streitkräfte hergestellt hat. Statistiken zeigen, dass sie zu Sowjetzeiten 900 Panzer pro Jahr hergestellt hat. Präsident Selenskyj wies darauf hin, dass einige Beschäftigte seit 4 Jahren keine Lohnnachzahlung erhalten haben und auf das niedrige Lohnniveau im Allgemeinen. In der Luftfahrtfabrik gibt es Gehälter von nur 3.500 Hryvnia, das sind 133 Euro. Wie kann ein Mensch so respektabel leben und für den Staat arbeiten? Wie kann er sich unter diesen Bedingungen überhaupt als Mensch bezeichnen? Tja, mich würde auch interessieren, wie es möglich ist, dass eine Panzerfabrik in 10 Jahren nur einen einzigen Panzer produziert hat. Früher habe ich als Ingenieur in der Produktion eines großen deutschen Automobilherstellers gearbeitet und dort mussten täglich Tausende von fertigen Fahrzeugen vom Band laufen. Allerdings hat man dort auch etwas mehr als 133 Euro pro Tag verdient. Auf jeden Fall wird es niemanden überraschen. Die ukrainische Mentalität war genau dieselbe wie die russische. Du tust so, als würdest du arbeiten und ich tue so, als würde ich dich bezahlen. Neulich hat mir zum Beispiel ein pensionierter tschechischer Bauingenieur von seinen beruflichen Abenteuern auf seinen Geschäftsreisen im Sowjetreich erzählt. Eine Anekdote handelte davon, dass für den Bau einer neuen Plattenbausiedlung in Krivi Rih eine ganze Waggonladung schöner Fassadenkacheln aus einer böhmischen Manufaktur ankam. Beim Umladen auf die Laster, die Kacheln zur Baustelle transportieren sollten, wurde jede Packung auf beschädigte Exemplare geprüft, um sie gegebenenfalls zu reklamieren. So weit, so gut also. Aber jetzt kommt's. Bei den LKWs handelte es sich um Kipplaster und als diese auf der Baustelle ankamen, kippten sie die Ladung einfach auf den Boden.
Die ganzen schönen Kacheln waren kaputt. Der Clou an der ganzen Geschichte: Es handelte sich um kein Versehen. Die sowjetisch-ukrainischen Fliesenleger pappten die Bruchstücke der Kacheln einfach nach eigener Fasson auf die Fassade und konnten so mehr Arbeitsstunden ausweisen. Tja, welch Glück, dass sie nicht vom japanischen Kintsugi wussten, sonst hätten sie den ganzen Pfusch auch noch als Kunstwerk verkauft. Und ähnlich kunstvoll ging es wohl auch in der Rüstungsindustrie zu. Die Ukraine gab vor, eine Menge Waffen zu exportieren und Russland gab vor, sie zu kaufen. Und dazwischen verdienten sich viele korrupte Herren richtig goldene Nasen. Es interessierte auch kaum jemanden, ob diese Waffen gut oder schlecht bzw. einsatzfähig waren oder gar wirklich existierten. Die Ähnlichkeiten zwischen Russland und der Ukraine waren so groß, dass sogar die Unternehmensstruktur kopiert wurde. Wenn die Russen all ihre Waffenfirmen unter einem Dach namens Rasaboron Export vereinigten, tat die Ukraine dasselbe mit Ukroboronprom. Auf jeden Fall lieferte die Ukraine weiterhin Teile und Rüstungsgüter an Russland und umgekehrt. Sie taten so, als würden sie dieselbe Armee ausrüsten. Und so ging die Dynamik weiter. Bis 2014. Dann kam die Invasion der Krim und des Donbass. Und was passierte danach? Nun, genau das werden wir jetzt untersuchen. Panzer, die nicht anspringen, Fabriken, die nicht produzieren. Mit der Invasion der Krim wurden alle gemeinsamen russisch-ukrainischen Programme über Nacht eingestellt. Ein Jahr später hatte die Ukraine bereits die Hälfte des Wertes ihrer Waffenexporte verloren. Bis 2020 war sie von Platz 9 auf Platz 20 der größten Exporteure zurückgefallen. Der Zusammenbruch der Lieferketten nach Russland stellte einen schweren Schlag für den ukrainischen militärisch-industriellen Komplex dar. Erinnert ihr euch noch daran, als ich gesagt habe, dass die Ukraine ein Kraftzentrum der Luft- und Raumfahrt war? Nun, das Vorzeigeunternehmen Antonov hat 2016 sein letztes komplettes Flugzeug produziert. Und ohne Kunden hatte es auch keinen Sinn, mit vergangenen Erfolgen zu prahlen. Antonov An-225 Mriya, das größte Flugzeug der Welt, absolviert 2018 einen seiner letzten Flüge. Es würde erst 2020 wieder fliegen, um während der Pandemie medizinische Hilfsgüter abzuholen. Und was macht man, wenn man seinen Hauptkunden über Nacht verloren hat? Ich weiß, was einige von euch jetzt sagen werden. Mann, die konnten doch einen Großteil der Waffen selbst gebrauchen, um sich ordentlich gegen den neuen Feind im Osten aufzurüsten. Immerhin hatten die Russen schon einen großen Teil des Landes besetzt. Falsch! Total daneben. Obwohl sich die Ukraine bereits quasi im Krieg mit Russland und ganz offiziell mit den Separatisten befand, lagen die Verteidigungsausgaben bis 2022 nicht über 3% des BIP. Okay, das ist ein höherer Prozentsatz als in fast allen NATO-Ländern, aber vergesst nicht, dass die Ukraine bitterarm ist und sie sich bereits im Krieg befand. Auf jeden Fall hatte der Staat einfach nicht genug Kohle, um die Waffen seiner eigenen Rüstungsindustrie zu kaufen und damit Russland als Kunden zu ersetzen. Okay, nächster Vorschlag. Wie wäre es mit der Erschließung neuer Märkte? Nun, warum nicht? Wenn die Russen Z-10-Gewehre gekauft haben oder Kosak-Panzerfahrzeuge oder Stugna-Panzerabwehrwaffen, warum sollten diese nicht auch in anderen Ländern Absatz finden? Nun, Fakt ist, seit 2014 schickt die Ukraine ihre Verkäufer in alle Welt, vor allem nach Lateinamerika, Asien und in den Nahen Osten. Zum Beispiel hat die peruanische Polizei sogar eine zweistrahlige Antonov An-178 gekauft. Das Problem? Nun, das Problem war, dass die ukrainischen Waffen gut, schön und billig waren. Wieder nur auf dem Papier. Aber so erstaunlich es klingt, korrupte Beamte, Politiker und Militärs zu finden, die bereit sind, Schrott zu Wucherpreisen und gegen eine nette Provision zu kaufen, ist schwieriger, als es aussieht. Vor allem, wenn man nicht über die notwendigen Connections verfügt und sie deine Sprache nicht sprechen. Und glaubt mir, Nachrichten wie diese sind das schlechteste Marketing der Welt. Irak gibt 88 von der Ukraine gekaufte BTR-4 zurück. Nur 56 konnten in Betrieb genommen werden. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber wartet, freut euch nicht zu früh. Von den 56 Panzerfahrzeugen, die ansprangen, haben sich nur 34 überhaupt von der Stelle bewegt. Ich meine, der Gesichtsausdruck der Iraker, als sie diese Panzer ausprobiert haben, muss wohl hochgradig Mimebüll gewesen sein. Mit anderen Worten, Made in Ukraine war nicht gerade ein Qualitätssiegel. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe euch doch gerade erzählt, dass die Ukraine alle Waffenexporte nach Russland gestoppt hat, oder? Nun, auch das stand nur wieder auf dem Papier. Die Realität sah nämlich anders aus. Seht's euch an. Vyacheslav Boguslaviev, der Vorsitzende des Flugzeugmotorenherstellers Motorsich, wird verhaftet. Er war für seine pro-russische Haltung bekannt und stand 30 Jahre lang an der Spitze dieses ukrainischen Flaggschiffs. Bis 2017 belieferte er Russland auf krummen Wegen mit Hubschrauber- und Flugzeugtriebwerken, die noch heute für die Bombardierung der Ukraine verwendet werden. Übrigens wurde dieser pro-russische Gentleman erst 2022 verhaftet, als die Invasion bereits im Gange war. Außerdem ist es sehr wichtig, einen Punkt zu betonen. Ja, es stimmt, dass die Ukraine jetzt bei ihrer Verteidigung gegen Russland unterstützt werden muss. Aber das bedeutet nicht, dass alle Ukrainer Chorknaben wären. Wir reden hier über ein
ein Land, das noch viel, 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 viel Korruption zu beseitigen hat. Und mit einem derart korrupten und ineffizienten militärisch-industriellen Komplex blieb den ukrainischen Soldaten selbst im Februar 2022 nichts anderes übrig, als mit dem Fahrrad zur Front zu fahren. Und das ist kein Scherz. Ihr glaubt mir schon wieder nicht? Nun, dann haltet euch jetzt fest. Sich erneuern oder sterben. Wortwörtlich. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Soldat in Uniform und mit seinem Gewehr über das Schlachtfeld fährt? Auf einem Elektrofahrrad? Und nein, wir sprechen nicht über die Schweiz mit ihren legendären Militärfahrrädern, sondern über die Ukraine. E-League stellt seit 2010 Elektrofahrräder her und liefert seit kurzem auch verbesserte Modelle für die Streitkräfte. Soldaten haben sie bereits unter realen Kampfbedingungen getestet. Der Punkt ist jedoch, was sich für manche wie ein Witz anhören mag, ist eigentlich das Anzeichen einer sehr guten Entwicklung. Die Ukraine hat sich nämlich im Blitztempo von ihrer neosowjetischen Rüstungsindustrie emanzipiert. Wir sprechen hier von einer erzwungenen industriellen Umstellung, die von kleinen Unternehmen, Werkstätten oder sogar Start-ups angeführt wird. Und genau diese Entwicklung hat die Ukraine in die Lage versetzt, den Krieg der Zukunft zu führen, den Drohnenkrieg. In der Tat hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine unerwartete Meldungen wie die folgende erzeugt. Wenn es um große Mengen von Teilen geht, gibt es einen Wettbewerb mit den Russen. Das gleiche Werk produziert Chargen sowohl für Russen als auch für Ukrainer. Auf der einen Charge steht "Tod den Ukrams" und auf der anderen "Putin ist scheiße". Es sind diese Startups und Kleinstunternehmen, die die Rüstungsproduktion der Ukraine nun ankurbeln. Denn wie sagt man, Not macht erfinderisch. Und die besonders große Not der Ukrainer macht sie auch ganz besonders erfinderisch. Die Ukraine stellt Angriffsdrohnen aus Pappe her. Die Pappdrohnen, die am 27. August einen russischen Militärflugplatz angegriffen haben, wurden in der Ukraine entwickelt und hergestellt. Auch das mag wieder wie ein Witz klingen, bis einen diese Pappdrohnen platt machen. Was glaubt ihr, wie viel eine dieser Drohnen kostet? Nun nicht einmal $3.500. Mit so viel Geld kann es sich sogar ein Kleinstunternehmen leisten, eine Drohne herzustellen. Die notwendigen Materialien sind leicht verfügbar und außerdem hilft ihre Einfachheit den Hunderten von kleinen Werkstätten, die in der Ukraine überall versteckt sind, sie in Massen zu produzieren. Und in einem Krieg, in dem jeden Monat 10.000 Drohnen verbraucht werden, ist Quantität eine Qualität für sich. Wer in StarCraft schon mal die Sorg gespielt hat, weiß, wovon ich spreche. Und selbst Drohnengiganten wie die türkischen Bayraktar-Werke können angesichts der ukrainischen Innovationsgabe nur noch staunen. Denn auch ihre großen Drohnen waren nur zu Beginn des Konflikts wirklich nützlich. Da haben sie natürlich sehr gute Arbeit gegen die russische Panzertruppe geleistet. Doch mittlerweile sind sie zu leicht zu kontern und dafür dann auch wieder zu teuer. Denn es ist nichts anderes als das Kostenverhältnis, das am Ende einer Seite das Genick brechen wird. Und das hat man zum Beispiel im Schwarzen Meer gesehen. Irgendwie ging das Ganze in den Medien ja mehr oder weniger im Rahmen der Berichterstattung über die Bodenoffensive unter. Aber die Ukraine konnte einen gewaltigen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive eben auf dem Wasser verbuchen. Die faktische Zerstörung der russischen Seeherrschaft im Schwarzen Meer. Das Schwarze Meer war von russischen Kriegsschiffen überrannt worden, die den gesamten Seeverkehr kontrollierten. Doch im September haben wir bereits die ersten Getreideschiffe gesehen, die die russische Seeblockade durchbrochen haben. Diese Getreidedeals sind für die ukrainische Wirtschaft sehr wichtig. Und täuscht euch nicht, auf diesem Schlachtfeld sind die US-Waffen so gut wie gar nicht vertreten. Es sind die billigen, schnellen und zerstörerischen maritimen Drohnen, die die Oberhand gewonnen haben. Und viele dieser Drohnen sind eben made in Ukraine. Oder sie wurden zumindest in ukrainischen Werkstätten entscheidend modifiziert. Und ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Was wird jetzt aus all den großen ukrainischen Fabriken, die noch nach dem alten sowjetischen Muster arbeiten? All die korrupten Beamten, die durch den Verkauf von Waffen an die Russen reich geworden sind, schauen die nun tatenlos zu? Nun, auch hier können wir durchaus ein paar erfolgreiche Waffen hervorheben, wie zum Beispiel die Neptun-Raketen. Aber das war's dann auch schon fast. Zunächst einmal müsst ihr verstehen, dass die ukrainischen Waffenfabriken von Anfang an im Fadenkreuz der russischen Raketen standen. Und es ist nun mal schwer, etwas zu produzieren, wenn man jede Woche bombardiert wird. Die Tschechische Republik wird tausende von Experten aus der ukrainischen Rüstungsindustrie einstellen. Das haben der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei einem Treffen im Oktober vereinbart. Okroboronprom wird gemeinsam mit dem polnischen Waffenhersteller Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ, 125mm Granaten für sowjetische Panzer herstellen. Okroboronprom teilte mit, dass Polen der zweite NATO-Mitgliedstaat sei, der die Ukraine bei der Produktion von Munition unterstützt. Es ist ganz einfach. So wie die Sowjets im Zweiten Weltkrieg ihre Rüstungsindustrie hinter den Ural verlegt haben, verlegt die Ukraine ihre nun in die Produktionsstätten der westlichen Nachbarländer.
Länder, die außerdem unter dem Schutz der NATO stehen. Tschechien und Polen haben diese Strategie am aktivsten unterstützt. Aber das ist noch nicht alles. Genauso wie die Fabriken die Ukraine verlassen, erwägen auch Rüstungsunternehmen aus anderen Ländern, eine Produktion auf ukrainischem Territorium zu eröffnen. Das deutsche Unternehmen Rheinmetall, die britische BAE Systems und das türkische Unternehmen Baykar haben bereits Vereinbarungen mit der Ukraine angekündigt, um gemeinsame Fabriken zu errichten. Und auch Länder wie Schweden und Finnland ziehen diesen Weg in Betracht. Ich habe euch jedoch bereits gesagt, dass der militärisch-industrielle Komplex in der Ukraine ein schwer zu lösendes Problem hat. Die Korruption. Nun, all diese Investitionen könnten zunichte gemacht werden, wenn weiterhin Nachrichten wie diese eintreffen. Sturz eines Ministers und eines Oligarchen in der Ukraine. Obwohl Oleksiy Reznikow nicht persönlich der Korruption beschuldigt wurde, gab es mehrere Skandale im Verteidigungsministerium, bei denen es um die Beschaffung von Waren und Ausrüstung für das Militär zu überhöhten Preisen ging. Überlegt mal, welches Unternehmen würde in einem Land investieren, in dem das meiste Geld durch Bestechung oder Bilanzbetrug verschwindet? Noch einmal, die Ukraine zu unterstützen bedeutet nicht, die Augen vor den Problemen der Ukraine zu verschließen und die Ukraine a priori heilig zu sprechen. Im Gegenteil, ihre Kontrolle und Kritik sind jetzt so wichtig wie nie zuvor. Die Ukraine trägt jetzt eine gewaltige Verantwortung für die Sicherheit ganz Europas. Und es ist symptomatisch, dass es selbst mitten im Krieg noch ukrainische Eliten gibt, die Chuzpe haben, öffentliche Mittel zu stehlen, die für die Verteidigung des Landes gedacht sind. Selenskyj scheint dieses Problem jedoch wirklich proaktiv anzugehen, denn er weiß, dass er ein Problem hat. Ein neues Antikorruptionsgesetz soll helfen. Es zielt darauf ab, Kriegsveteranen in leitende Positionen in der Verwaltung zu bringen. Die Theorie dahinter ist, dass diese erfahrenen Soldaten, die wissen, was es bedeutet, ihr Leben für ihr Land zu riskieren, weniger anfällig für Korruption sein werden. Mit anderen Worten, wir hätten es mit einer echten Prätorianergarde von Beamten zu tun. Ob dies wirklich ein Rezept gegen die Korruption sein wird, kann sich aber nur mit der Zeit zeigen. Zumindest symbolisch packen sie es aber bereits an. Das Ministerkabinett der Ukraine ändert den Namen von Ukroboronprom in Ukrainska Oborona Promyslovist, ukrainische Verteidigungsindustrie. Auch hier stellt sich die Frage, inwieweit es sich um ein einfaches Facelifting handelt oder doch um eine tiefgreifende Reform. Fakt ist, seit seinem Amtsantritt im Jahr 2019 hat Selenskyj sich vorgenommen, das veraltete sowjetische Verteidigungssystem der Ukraine abzubauen. Bereits in den Jahren 2019, 2020 und 2021 setzte er einige Gesetze durch, um es zu modernisieren. Aber erst in diesem Sommer hatte er das Gefühl, dass er auch das politische Kapital dazu hat, um den Fuß aufs Gaspedal zu setzen. In der Tat stellt allein schon die Wahl des neuen Präsidenten der Rüstungsbranche eine Absichtserklärung dar. Hermann Smetanin ist eine sehr junge Führungskraft, erst 31 Jahre alt. Es ist das erste Mal, dass ein Ingenieur, ein Insider, an die Spitze des ehemaligen ukrainischen Rüstungskonzerns Ukroboronprom gesetzt wird. Aber sollte Selenskyjs Plan tatsächlich aufgehen, dann hat die Ukraine auf jeden Fall die einmalige Chance, eine Rüstungsgroßmacht zu werden. Schließlich setzt sich die gesamte Zivilgesellschaft für eine gute Bewaffnung ihrer Armee ein, weil ihr Leben davon abhängt. Außerdem werden alle Waffen, die sie produzieren, in echten Kämpfen getestet. Und so wie Made in Israel bereits ein Markenzeichen für Qualität und Innovation bei Waffen ist, könnte sich Made in Ukraine in Zukunft also sehr gut verkaufen. Und zwar ohne, dass dafür irgendwas außer der Kugellager geschmiert werden muss. Im Grundsatz ist das, was Selenskyj macht, kreative Zerstörung. Das heißt, all diese Netzwerke aus Besitzstandswahrung, monolithischen Unternehmen und korrupten Beamten zu zerschlagen, damit Startups und freie Werkstätten entstehen und eines Tages zu großen Produzenten heranwachsen können. Dann könnten sie zum einen die Russen kaputtrüsten und danach, wenn der Frieden wieder gesichert ist, auch zu starken Exporteuren werden und die Wirtschaft der Ukraine antreiben. Aber was meint ihr? Glaubt ihr, dass der ukrainische militärisch-industrielle Komplex diesen Prozess der schöpferischen Zerstörung überstehen wird? Werden sie wieder zum Waffenexporteur, diesmal aber nicht nur auf dem Papier, sondern real? Welche Rolle werden ukrainische Waffen eurer Meinung nach in diesem Krieg spielen? Und wenn ihr wählen könntet, was würdet ihr bevorzugen? Eine Pappdrohne oder einen Panzer, der nicht anspringt? Wie immer würde mich eure Meinung dazu interessieren und auch welche weiteren Fragen ich zu diesem Thema in einem Folgevideo aufgreifen sollte. Und vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr dieses Video gut fandet oder sogar etwas daraus gelernt habt. Und falls ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, fände ich es echt cool, wenn ihr mir eine freiwillige Spende über den Link in der Beschreibung zukommen lassen würdet. Natürlich nur, falls ihr das Geld gerade überhaupt habt. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.